Jawohl, servus und hallo dir wieder einmal zu einem neuen Video aus dem Kronvalley. Jawohl. Heute bin ich am Weiher da. Milchgarten haben wir angelegt, wenn wir gegessen. Und da habe ich mir ein bisschen was überlegt, wenn wir den gegessen können, ohne dass wir da groß was auffahren müssen. Ja, und da schaue ich jetzt mal, ob das so funktioniert, dann nehme ich euch mit. Gell? Wäre eine ganz interessante Sache. Wir haben zwei Weihen, Oberweihe, Unterweihe, zeige ich euch dann auch noch. Ja, sakra Bidu. Oh, voll Teufel, nein. Jetzt habe ich was gesehen. Jetzt habe ich was gesehen, sage ich euch. Warte mal. Jetzt das. Grüezi, Dirk. Das ist eine Schlangenhaut. Das ist eine Schlangenhaut, das habe ich auch noch nicht gesehen, du. Hau halt ab jetzt. Jetzt hätte ich gleich gemeint, da ist eine Schlange drin in dem Zeich da hinten, du. Oh, Fächer, nein, du. Jetzt hätte ich gemeint, da ist eine Schlange drin, du. Jetzt bin ich direkt erschrocken, aber Gott sei Dank, es ist bloß eine Haut von der Schlange. Schaut euch das einmal an, wie lang das drum ist, du. Da hat sich eine Schlange gehalten. Also, wir haben Schlangen da, gell? Habe ich ja schon mal gesagt, ne? Schaut euch das einmal an. Wie lang ist denn das? He? Das sind ja gar 30 cm. Und was ist denn das für eine Schlange? Gute Frage. Schaut euch das mal an. Wer es weiß, schreibt es mal in die Kommentare rein, was das für eine Schlange ist. Da ist der Schädel gewesen und da ist hinten gewesen. Da. Schaut euch das an. Da. Leck, bin ich jetzt erschrocken. Da. Das ist ja Wahnsinn. Da. Schaut euch das mal an. Ja, wieder zurück zum Thema. Gell? Bewässerung. Jawohl, da werde ich jetzt was machen und dann schalte ich wieder ein. Bleibt dran, weil das wäre eine interessante Sache, vielleicht für einen oder anderen. Wird das bestimmt interessant, weil ich das mache. Vatikanesel habe ich da, was mit denen auf sich hat. Ja, geht's weiter. Jawohl. So, jetzt bin ich schon da. Frontlader hergefahren. Zu dem Stempel da, den habe ich reingehauen, ein bisschen weiter ins Wasser rein. Da ich herkomme, Paletten drauf, eine Palettengabel, einmal frei. Da hänge ich eine Pumpen rein. Ich hänge da herum eine Pumpen rein. Die geht mir da so, ja, so eine Photovoltaikzellen und eine Batterie, das zeige ich euch gleich, wie das Ganze ausschaut. Und ja, da hänge ich da herum eine Pumpen rein, dann pumpe ich das Wasser runter auf Bettel, zeige ich euch auch noch. Und der Kübel, da habe ich Löcher gebohrt, das ist mein grober Fütter, mein Filter, grob. Und der wird jetzt da an den Stempel hingeschraubt. Und da in den groben Fütter kommt dann sozusagen der Saugschlauch rein für Pumpen. Und der Saugschlauch hat auch nochmal einen Filter drauf, alles improvisiert. Das zeige ich euch, vielleicht kannst du oder andere brauchen, wenn nicht, dann ist es auch wurscht. Ne? So, die schraube ich jetzt hier und dann geht es wieder weiter. Bin ich schon da am Versuchsobjekt, am Versuchsaufbau mit meiner Pumpen. Ja. Nichts weit Bewegendes. Es geht ohne Strom aus der Steckdose, bloß mit Strom von Sonnenenergie. Ja, eine kleine Photovoltaikplatten, nichts Besonderes. Und da tue ich einspeisen in eine kleine Batterie. Und von der Batterie aus betreibe ich die Pumpen, die war da dran hängt, mit einem Ein-Ausschalter, Lichtschalter halt, ne? Ganz normal. Und die Pumpen saugt von dem oberen Weiher, von dem Weiher saugt die das Wasser durch ein Fütter. Das war einfach nur ein Waschmittelbixen halt, ne? Sagt man. Ein Waschmittelbixen, in den Deckel ein Loch gebohrt, ein Flinggader, Flinggitter, hat jeder daheim, Flinggader rein, zugeschraubt, dann ist das der Fütter. Da eine PG-Verschraubung hin, mit einem kleinen Schleichel außer, das ist der Fütter. Ne? Der Fütter hängt da erinnert in den Kiebel, in den Überfütter. Fürs Grobe ist der Kiebel da. Da läuft bloß von unten das Wasser nach. Ne? Weil hab ich euch ja schon gezeigt, von unten ich habe ein Löcher gebohrt, läuft das Wasser nach. Und dann durch einen feinen Fütter, durch den Flinggaderfütter, läuft noch das Wasser, saugt es nochmal durch. Da gehen dann die feinen Partikel raus, dass da wirklich nichts verstopft wird. Saugt es in die Pumpen rein und von der Pumpen geht der Gartenschlauch weg. Und dann kann ich da gegessen. Ja? Ohne aus der Steckdose
wenn die Sonne scheint, dann lade ich die Batterie auf und dann gehe ich halt da raus. Ne? Das läuft dann genauso richtig, dass ich halt mit Zeug gegessen kann. Das muss ja nicht großartig lang laufen, ne? Das klang langfällig. Und im Sommer scheint die Sonne, das heißt, im Sommer wird gegossen und wenn es regnet, ja, dann scheint keine Sonne, dann brauche ich auch nicht gegessen, weil dann regnet es auch. Ne? Ganz einfache Sache. Und jetzt hängt man mal den Fütter da rein, bauen wir das Zeug auf, hängt man einen Gartenschlauch hin und schauen wir, ob da vorne was rauskommt da zum Gießen. So, Gartenschlauch habe ich schon hingemacht. Saugschlauch ist drin. Batterie ist voll geladen. Schauen wir mal, ihr seid live dabei beim ersten Versuch mit die Frisch. Jetzt ist Froschkonzert kostenlos. Jetzt einmal zu. Wunderbar, wie in der Karibik. Ja? Also, rennen wir nicht lange umeinander. Schalten wir mal ein und schauen, ob vorne Wasser rauskommt. Laufen wir da auf alle Fall schon einmal. Dann gehen wir einmal vier und schauen wir, ob Wasser für rauskommt. Ja? Schlauch. Schlauch. Da her. Ja. So ein Ding drauf. Drehen wir nochmal auf. Mit einer Hände ist er da. Oh ja, da kommt ja schon ein Wasser. Schauen wir mal. Oh, oh. Oh, jawohl. Da ist schon ganz schön ein Druck drauf, du. Da kannst du direkt Auto waschen. Schaut euch das an, schaut euch den Strahl an. Ja, wie von der Leitung, gell. Und da kann ich jetzt einmal das ganze Zeug da gießen. Ja, wunderbar, wunderbar. Ja, wunderbar. Er muss sich erst ein bisschen einschwingen. Aber geht wunderbar. Funktioniert. Jawohl. Da ist so ein Projekt geglückt. Dann zeige ich euch noch das Gemüsebettel ein bisschen, was ich da alles so gebaut habe oder was wir alles so gebaut haben. Ich bin für Bewässerung zuständig, der Rest ist zuständig fürs Anbauen und Ernten, nicht? Gut, dann machen wir mal hier. Jawohl. So, wie versprochen, nur ein bisschen was vom Gemüsebettel. Diesmal haben wir Kartoffeln da vorne her. 4 Beefing, 5 Beefing, so in die Richtung. Dann haben wir Zwiebel da, dann haben wir noch Radiesel da und alles Mögliche an Stangenbohnen. Die sind die da. Dann haben da wieder unsere Zuckererbsen, ganze Reifhörer. Ja, wir wieder mal zu viel werden wie letztes Jahr. Und da haben wir noch Raudiraner. Könnte auch der eine oder andere auf alle Fälle. Tomaten im Freiland. Hinter die Tomaten die Paprika, Zucchini und Kürbis. Und Mais haben wir noch da. In die Häusl drin hat, haben wir noch Tomaten. Weil letztes Jahr, wenn ihr das anschaut, das letzte Jahr haben wir es genauso gemacht. Da habe ich auch ein Video gemacht. Schaut mal rein. Da hinten habe ich noch ein paar Tabakstauern. Die schauen heuer ganz miserabel aus, die meine ich alle, weil die werden nichts, weil heuer haben wir brutal viele Schnecken, möchte ich gar nicht glauben. Das war es wieder vom Garten für dieses Jahr. Falls es euch interessiert, wie das weitergeht mit dem Garten, schreibt es in die Kommentare rein. Wenn nicht, dann wird da nichts weiter kommen, weil Gartenbewässerung hat es jetzt gesehen. Und mei, das wächst halt so dahin und dann, wenn Früchte dran sind, gell, zum Beispiel bei den Zuckererbsen, dann isst man es wieder. So was Besonderes ist jetzt das auch nicht. Letztes Jahr habe ich Bewässerung noch anders gemacht. Wenn es euch interessiert, schaut mal letztes Jahr rein in die Videos, wie ich es da gemacht habe. Das mache ich heuer nicht mehr so. Habe jetzt das mit der Pumpen. Der eine oder andere, ich werde sagen, mei, der Weiher, der liegt doch viel Heu her, weil der Gemüsebettel, das läuft doch von selber runter, ohne Pumpen. Nein, das läuft nicht runter, weil das Gemüsebettel liegt auf der gleichen Hänge, beziehungsweise sogar ein bisschen höher wie der Wasserspiegel. Und darum läuft das eben nicht runter. So, und anstauen will ich nicht. Und darum habe ich das mit der Pumpe gemacht. Aus dem Grund, weil es mir auch nichts kostet, weil die Sonne, man die Pumpen betreibt, auf gut Deutsch gesagt, und das Wasser habe ich eh da, also kostet nichts. Und der tiefte Leis sowieso. Also das kostet aber brauchen. Ne? So eine Pumpe, die so mit Sonnenenergie läuft, da kostet im Prinzip auch einen Diesel und Pumpen, oder? Also da fällt da nichts. Das ist eine mobile Sache, die geht in Holztrasse genauso. Und das wollte ich schon lange mal wissen, wie das funktioniert. Und jetzt weiß ich es. Und jetzt so
passt das auch. Jetzt kann man da sauber gießen herinnen, ohne Anstrengung, ohne Gießkanner schleppen und so weiter. Weil das verkabelt ist, das zeige ich euch nicht. Das ist bewusst, weil ich bin kein Fachmann nicht. Ich bin kein Elektriker und darum zeige ich es euch auch nicht. Wenn ihr sowas nachbauen wollt, dann holt euch einen Fachmann. Komponenten habe ich euch gezeigt und der stipselt euch das dann zusammen und dann ist das auch fachgerecht. Nicht? Bei mir ist es gewiss nicht fachgerecht. Nicht? Jawohl, einer hat einmal eingeschrieben, ich bin ein Philosoph. Philosoph bin ich gewiss nicht. Ich bin einfach nur ein begeisterter Mensch. Hat einmal einer gesagt zu mir, du bist ein begeisterter Mensch. Dann sage ich, jawohl, das stimmt. Ich tiftel halt gerne. Ne? Ich bin kein Philosoph nicht. Ich bin ein Tiftler, ein Tantler. Ja, sagt man dazu. In dem Sinne, an alle Tantler da draußen, wünsche ich euch noch was. Schaut das nächste Mal wieder rein. Und wenn euch meine Videos gefallen, bewertet es positiv. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal, weil in der nächsten Zeit kommen voll interessante Videos. Ich meine, heute ist auch interessant. Ne? Und wenn ihr ein Abo habt, dann gewinnt jeder. Ne? Ihr verpasst das nächste Video nicht. Und ich habe auch was davon, weil wieder ein paar Leute dazukommen. Die war die Videos so schauen, gell? Also, ich halte euch nicht länger auf. Bis zum nächsten Mal. Ist auch wiederum Dankeschön fürs Zuschauen. Also, Gemüsegarten. Aber dir ist Servus. Wir die Schwammerl aus dem Boden, schießt bei uns die Fröhlichkeit aus uns raus. A Hollaria, Hollaro. Und drum ist für uns das Leben ein die allerhöchste Freit. Hollaria, Hollaria, Hollaro. Hollaria, Hollaria, Hollaro. Hollaria, Hollaria, Hollaro.